Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch guten Morgen von mir, von diesem Rednerpult aus. Wir haben den Antrag auf Abwahl der Vizepräsidentin nicht vorgelegt, sondern wir haben den Antrag auf Abwahl der Vizepräsidentin gestellt. Er ist einfach nur nicht verteilt worden, weil Sie und Ihre Verwaltung gesagt haben, nee, das ginge alles gar nicht. Und damit befinden Sie sich mit Verlaub, Frau Präsidentin, auf dem Holzweg, was die juristische Einordnung dieser Angelegenheit angeht. Sie haben richtig zitiert. Sie haben richtig, auf dem Holzweg sind Sie auch. Richtig zitiert haben Sie § 2 Absatz 1, Satz 1 der Geschäftsordnung, nach der für die Dauer einer Wahlperiode der Präsident und die Vizepräsidenten gewählt werden. Das heißt aber mitnichten und nicht ansatzweise, dass sie nicht abgewählt oder nicht das Amt auch verlieren können. Denn nach Ihrer Rechtsauffassung wäre es ja sonst so gewesen, dass Philipp Jenninger, wir erinnern uns, es war ein CDU-Bundestagspräsident, der durch eine misslungene Rede zum Rücktritt genötigt wurde, hätte gar nicht zurücktreten können. Da hätten Sie auch argumentieren können. Nein, Philipp, du musst im Amt bleiben. Du bist ja für 4 Jahre gewählt. Das funktionierte ja auch nicht. Daran sehen Sie mal, wie krude Ihre Rechtsauffassung ist, dass jemand, der in ein Amt gewählt wurde, nicht rausgewählt werden kann. Und Sie verkennen, Sie kennen bei Ihrer Holzwegbeschreitung auch den Paragraphen 2 Absatz 1 Satz 2 der Geschäftsordnung, wo drin steht, jede Fraktion hat Anspruch auf mindestens einen Bundestagsvizepräsidenten, jede Fraktion. Und da haben wir natürlich jetzt die Situation, dass es die Fraktion der Linken überhaupt nicht gibt. In der Geschäftsordnung finden wir nicht den Hinweis, jede Gruppe oder jeder, der sich dafür hält, oder jeder Einzelabgeordnete, ich schaue da beispielsweise zum Kollegen da oben, kann Vizepräsident werden. Nein, die Geschäftsordnung regelt ganz klar jede Fraktion. Und das heißt im Umkehrschluss, jeder, der über ein Fraktionsticket in das Bundestagspräsidium gesegelt ist, der hat keinen Anspruch darauf, Vizepräsident zu bleiben. Ganz einfach. Ich habe versucht, in einfacher Sprache beim letzten Mal auszudrücken. Ich versuche es für die Grünen insbesondere noch mal in einfacher Sprache. Eine Fraktion, ein Vizepräsident, keine Fraktion, kein Vizepräsident. Das müsste den Grünen eingänglich sein und dem Rest des Hauses eigentlich auch. Meine Fraktion habe ich von dieser Rechtsansicht schon überzeugt. Das war eigentlich gar nicht so schwierig. Und auch legitimationstheoretisch ist es natürlich völlig absolut wichtig, zu erfahren, ob der jeweilige Bundestagsvizepräsident die Mehrheit des Hauses hinter sich hat, obwohl er keiner Fraktion mehr angehört. Und so ist es ja hier. Das können Sie natürlich nur herausfinden durch eine Wahl, durch den Abwahlantrag. Sie können den Abwahlantrag dann in der Sache ja selber beim Abwahlakt ablehnen und mehrheitlich dagegen stimmen. Aber hier, also sage ich mal, undemokratisch ranzugehen und der AfD zu sagen, übrigens, die AfD ist eine Fraktion und die AfD hat keinen Bundestagsvizepräsidenten seit 6 Jahren nicht. Sie brechen hier seit 6 Jahren ihr eigenes Geschäftsordnungsrecht, damit sie ihr eigenes Süppchen ungestört kochen können. Ja? Also es gibt keine andere Möglichkeit, als herauszufinden, ob ihre seltsame Auslegung der Geschäftsordnung Bestand hat. Deshalb bitten wir Sie abschließend, dienen, helfen und stärken Sie der Demokratie auch in diesem Hause. Halten Sie sich einfach schlicht an Ihre eigenen Regeln und stimmen Sie unserem Antrag zu. Und wenn ich in Ihre Gesichter reinschaue, habe ich keinen Zweifel, dass auch ich es geschafft habe, Sie jetzt davon zu überzeugen, dass wir gemeinsam den demokratischen Weg gehen und nicht den formalistischen, dass wir gemeinsam sagen, ja, wir behandeln den Antrag und dann können Sie in der Wahlkabine abstimmen, wie Sie wollen, aber verhindern Sie nicht offensichtlich zulässige Anträge meiner Fraktion. Vielen Dank. Als Nächste hat das Wort zur Geschäftsordnung aus der SPD-Fraktion Katja Mast.